Erstes Vorrundenspiel heute. Beide Mannschaften wollen dieses Jahr gut reinkommen in diesen Wettbewerb. Wir sind natürlich live für Sie dabei beim Spiel Club Brügge gegen Galatasaray. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Das gewohnte Team heute an den Mikrofonen, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Die UEFA Champions League läuft. Es kommt heute zu einem Duell in der Gruppenphase. Brügge gegen Galatasaray Istanbul. Spiel 1 also in der UEFA Champions League. Spannende Sache, Wolf. Wie kommt man rein? Wo führt der Weg hin? Die Erwartungen sind enorm. Bei den Fans wie beim Club keine leichte Aufgabe. An. Kurz noch zur taktischen Ausrichtung. Hier sehen wir ein 3-5-2, hinten also die Dreierkette, dann ein Fünfer Mittelfeld und vorne die beiden Stürmer. Es macht Riesenspaß, hier im Stadion zu sitzen und tollen Sport zu erleben, Buschi. Wir haben schon so viele Spiele kommentiert. Aber die Begeisterung, sie will einfach nicht nachlassen. Sehe ich genauso, Wolf. Sobald du hier die Fans hörst, dann weißt du ja, das ist ein Traumjob, den wir hier oben haben. So will es Galatasaray also angehen. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Das könnte eine Gelegenheit werden.
Seri. Sie am Platz. Gefährlich! Jetzt eine gute Flanke. Da hat er gut verteidigt. Klasse Pass! Er hält sich gerne auf einer Linie mit den Verteidigern auf, aber dann hat das Timing nicht ganz gestimmt. Deine Prognose, Buschi. Wer holt sich diese Gruppe? Klar, Real Madrid, eine der besten Mannschaften der Welt. Und auch Paris Saint-Germain wird sich hier durchsetzen, keine Frage. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Jetzt gibt's Einwurf, nicht weit weg vom Tor. Mariano. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt könnte er flanken. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Das könnte ein klasse Pass. Jetzt wird's gefährlich. Da zieht er ab. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen klasse Keeper aus. Ein echter Bekannter. Gibt jetzt hier doch noch gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ich finde das Spiel gut laufen. Der Ball wurde gut weggefaustet. Und jetzt der Schuss. Mariano. Falcao jetzt am Ball. Entschlossen geklärt. Lemina. Younes Belanda. Mariano. Falcao. Macht er gut. Mario Lemina. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten Sie sich das vorgestellt. Boah, da hat er gezeigt, was Wille ausmachen kann. Dieser Zug zum Tor, sehr, sehr druckvoll, ein schöner Sololauf, gekrönt von einem sehenswerten Treffer. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Emmanuel Dennis. Van Aken. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Sie holen sich den Ballbesitz. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ah, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Former. Van Aken. Jetzt wird's gefährlich. Da muss er flanken. Hans Van Aken. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Van Aken. Setzt sich klasse durch. Jetzt könnte er die Flanke reinschlagen. Sieht gefährlich aus. Former! Chance auf den Ausgleich. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Und da machst du dann auch als Torwart irgendwann dann nichts mehr. Ja, den ersten kann er ja sogar noch halten, aber dann doch der Treffer. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Ist schöne Aktion. Klasse Pass. Belanda.
Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Tolles Tor, per Volley. Es war natürlich alles andere als einfach. Tolle Aktion. 2-1, hier ist noch alles drin. Drei Treffer haben wir in Durchgang 1 gesehen. 2-1, der Pausenstand. Die zweiten 45 Minuten gehen los. Und bisher bieten uns beide Mannschaften eine sehr interessante Partie. Mal gucken, wie das nach der Pause weitergeht hier am ersten Spieltag der UEFA Champions League. Van Aken. Emmanuel Dennis. Ja, könnte was werden. Den Ball holt er. Marcelo Saracchi. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. Seri. Radamel Falcao jetzt. Ja, mit viel Übersicht. Sofiane Feghouli. Wichtiges Tackling hier. Emmanuel Dennis. Gefährlich! Und das war knapp, aber es war abseits. Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was verändern, denn im Moment liegen sie hinten. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Lemina. Younes Belanda. Marcelo Saracchi. Henry Onyeku. Falcao. Falcao. Da muss er aufpassen. Jetzt vielleicht die Flanke. Was macht er draus? Former. Michele. Emmanuel Dennis. Da haben sie jetzt den Ball. Weg ist der Ball. Macht er gut. Schreibers. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Bei der Ecke hoffen die Fans auf den Ausgleich. Jetzt kommt die Ecke. Parade von Muslera. Marcelo Saracchi. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Freistoß und das ist auch die richtige Entscheidung. Marcelo Saracchi. Abwehrverbund steht hinten drin. Jetzt lassen sie erstmal kommen. Sofiane Feghouli. Oh ja, da hat nicht viel gefehlt. Der Keeper ist da einen Tick schneller. Das war richtig gefährlich. Former. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Die Fans feuern ihr Team nochmal an, Buschi. Mal sehen, ob sie das nochmal nach vorne pusht. Ein paar Minuten haben wir noch. Jetzt ist es gefährlich. Younes Belanda. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Vielleicht die Konterchance. Weiter hoffen die Fans auf den späten Ausgleich in dieser Partie. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Younes Belanda. Schönes Zuspiel hier. Das war Pech, das ist abseits.
Wir sehen, es gibt eine Umstellung. Sie bringen einen neuen Mann. Warten wir mal ab, ob dieser Wechsel dann auch den gewünschten Erfolg haben wird. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. Seri. Verkauf. Jetzt können sie es entscheiden. Latte, aber die Chance lebt noch. Jetzt können sie klären, hätte sonst gefährlich werden können. Jetzt haben sie vielleicht noch mal die Chance. Die wollten mit einem Sieg loslegen in diesem Wettbewerb und das ist ihnen gelungen. Schlusspfiff. Besser kann es kaum laufen. In the summer sun, a Ben and M can't figure if the summer's done. Pour another glass, hit back, sip another with wine. Two checking as the colors mine. Like I said, fling it on the decks, number one. I'm trying to keep all the respect for my number cons, but never coming for your neck if I'm on the farm. Cause I can run away when it's all finished. Diminished, just business, report. Plus, I got nothing if it's all in this. But if I keep all the trouble that I brought with this, it's finished. Yeah, this is how the game goes. Dodging plain clothes, villains chasing rainbows. Suppose if it was anything but main roads, talking 10 toes, another case closed. I'm sure, cause this and this is where you'll find me. Sipping on a chai tea, talking all politely. And rightly so, they're telling me they might be looking for the trouble. Nah, I'd never make your mind, G. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder Ihre Kommentatoren. Uns erwartet hier heute ein Gruppenspiel aus der UEFA Champions League. Galatasaray Istanbul gegen Paris Saint-Germain. Toller Start der Gastgeber, der Dreier am ersten Spieltag. Ja, und die Frage ist, können Sie heute gleich den nächsten nachlegen? Wir warten es ab. So will es Galatasaray also angehen. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Voller Einsatz, Schuss geblockt. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Lemina. Younes Belhanda. Falcao. Falcao! Keine Gefahr hier, da hat er den Ball nicht richtig getroffen. Da kommt die Ecke. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Güey. Auf dem Flügel PSG. Di Maria. Klar, das gibt hier Einwurf. Marcelo Saracchi. Seri. Das war die Außenbahn. Falcao. In den freien Raum. Gute Aktion. Sehr stark vom Torwart. Den Kopfball hat er. Güey. Spieltag 2 also in der UEFA Champions League, Buschi. Es ist ein Wettbewerb, in dem Legenden geboren werden, in dem die ganz großen Geschichten entstehen. Und das immer wieder aufs Neue. Da wird nicht nur von früher geschwärmt. Nee, nee. Da werden auch heute immer wieder große Geschichten geschrieben. Und das lieben die Fans. Marcelo Saracchi. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Sofiane Feghouli. Da können sie jetzt flanken. Die Chance zur Führung. Schön geklärt.
Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Younes Belanda. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Er sucht die entscheidende Lücke. Belanda! Latte, aber die Chance lebt noch. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. So, Konterchance ist erstmal wieder vorbei. Da waren sie nicht schnell genug. Seri! So, da ist die Führung absolut verdient, oder? Ja, es machen sie gut, setzen ihr Konzept straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt, aber das hat ja jetzt funktioniert. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Cavani. Henry Onyekuru. Jetzt Falcao. Younes Belanda. Und jetzt die Chance. Das muss es doch sein. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Tabushi, das nimmt er natürlich gerne an. Da lässt er sich nicht zweimal bitten. Nee, alles offen. Also so leicht hat man es nicht oft. Ein schönes Tor, aber auch ein einfaches Tor. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Meunier. Und das ist der Ballverlust. Jetzt vielleicht. Sieht gefährlich aus. Sofian Feghouli. Hoppala, das war riskant, aber es ist gut gegangen. Buschi, bislang durchaus brauchbarer erster Durchgang. Sie liegen ja nur knapp hinten. Kurz mal deine Analyse. PSG kann hier noch für die Wende sorgen, da bin ich mir sicher. Das ist eine Mannschaft, die mit solchen Situationen, mit Rückständen umgehen kann. Zwei Minuten werden nachgespielt. Neymar mit dem Ballverlust. Guter Pass. Gute Aktion. Henry Onyekuru. Er schießt hier ein Eigentor. Tor, das ist bitter, unfassbar. Blöde Situation nach dem Eigentor, aber jetzt müssen sie sich konzentrieren. Und wenn sie nicht aufpassen, dann wird das hier eine ganz bittere Nummer. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Ich bin gespannt, ob sie weiterhin so dominant auftreten können. Bernat. Jetzt Ander Herrera. Und PSG bekommt hier den Freistoß. Cavani. Das wird Abschluss geben jetzt. Ganz starker Auftritt bislang von Falcao. Buschi. Er hat sein Tor schon gemacht und ist auch ansonsten immer wieder gefährlich. Marcelo Saracchi. Edinson Cavani. Angel Di Maria. Was macht er draus? Thank you.
den Ball hat er. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Mbappé, klasse Pass. Guter Pass auf Di Maria. Da steht Di Maria im Abseits. Seri. Marcelo Saracchi. Gute Aktion. Und da ist der Ball wieder bei PSG. Weiter geht es mit einem Einwurf. Wir erleben jetzt den Spielerwechsel bei PSG. Ja, Wolf, Ander Herrera verlässt den Platz und Marco Verratti kommt rein. Das ist einer, der kann gefährliche Situationen kreieren. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Klasse Pass jetzt. Jetzt Neymar. Stark gemacht, das könnte was werden. Fällt das Tor doch noch. Radamel Falcao jetzt. Da haben sie jetzt Platz. Und jetzt ein Schuss. Der Schuss war nicht gut, kein Problem für ihn. Verratti am Ball. Gueye. Der Trainer will mehr offensiv. Jetzt ist er durch. Di Maria. Da passt der klasse auf. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Neymar mit der Ecke. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ah, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges oder wird sich ärgern. Paris Saint-Germain mit dem Ball gewinnen. Jetzt ist es gefährlich. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Gut verteidigt. Wir sehen das frühe Pressing. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Ballverlust PSG. Mariano. Lemina. Schönes Zuspiel hier. Steigespiel. Super Parade von Keylor Navas. Das war nicht leicht aus dieser Entfernung. Jetzt die Ecke. Gefährlich! Sieht gefährlich aus. Das ist natürlich kein Problem für Navas. Sie verlieren den Ball. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. Und das gibt Einwurf für PSG. Stimmungstechnisch macht Ihnen hier keiner was vor, oder? Nee, also was die Fans hier heute abliefern, das ist aller Ehren wert. Tolle Stimmung. Nun Feguli, Falcao am Ball, Christian Luyendama. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Was für ein Tor! Sie haben so eine Spielfreude. Kein Wunder, dass Sie hier noch ein Tor gemacht haben. Sie legen hier noch eins nach. Bis zum Ende spielen Sie nach vorne und dann treffen Sie kurz vor Schluss nochmal. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Kimpembe, Verratti am Ball.
Bernat. So, Schlusspfiff. Sie haben auch dieses Spiel hier wieder gewonnen. Makellose Bilanz nach zwei Spieltagen. Younes Belhanda. There in 10. Big R wanna be there in 10. Where and when? Big R1, I'll be there in 10. I am the boogie man scaring men. Call out my name and I appear with. Come to a video, shoes in your ends. I will turn up earlier than your cameraman. Bare equipment, you'll be thinking it's them. Hold on, wait there, where's his lens? There's his lens. Untied fighting, where's his friends? You men are camping, my animals are out raiding for you with spare intent. Why would I scrap when I'm here with. Man, don't care if your ears are bent. No, my I will ring every 15 like Big Ben. Test me how. Phone man's phone up, let's meet now. Kick this thing off like Jet Li, bow. David Luiz absolutely foul. Don't be your sit down. Cause I went Deptford Green. I got Chinese man that will drive by your favorite restaurant and you'll get your main chick. What did you think? I will scream and shout. You ain't nothing if you ain't seen. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Ihre Kommentatoren sind Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Heute erwartet uns ein Gruppenspiel in der UEFA Champions League. Galatasaray Istanbul gegen Real Madrid. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen. Beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte. Von daher dürfte es interessant werden. Marcelo Saracchi. Und das ist der Ballverlust. Jetzt müssen sie aufpassen. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. So will es Galatasaray also angehen. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar. Nach vorne soll es gehen. Und zwar aus dem Mittelfeld. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. Sergio Ramos spielt neben Rafael Varane in der Abwehr. Und vorne werden sie es mit einem Stürmer versuchen. Der muss natürlich auch aus dem Mittelfeld unterstützt werden. Gut verteidigt. Ich glaube, Galatasaray hatte niemand so auf der Rechnung. Bisher machen sie das aber stark. Die können richtig weit kommen dieses Jahr. Vor allem mit der Euphorie, die sie jetzt im Rücken haben. Und da ist der Ball wieder weg. Courtois. Nun Feghouli. Falcao! Den hat er super gehalten. Die kurze Variante. Ja, sie können erst mal klären. Jetzt Rames. Und Marcelo. Und es gibt natürlich Einwurf. Und Feghouli. Dritter Spieltag hier in dieser UEFA Champions League ist natürlich immer noch mal eine ganz andere Stimmung als in den nationalen Ligen. Ja, man merkt das immer wieder. Unglaublich wichtig, dieser Wettbewerb. Vor allem bei den Fans in den großen Fußball. Schöne Aktion. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Ecke in die Mitte. Da hätte mehr draus werden können. Sah gut aus. Vielleicht die Konterchance. Was für ein Lauf. Kommt jetzt das Abspiel. Jetzt der Ball im Aus. Da haben sie Eden Hazard gut gestört. Mariano. Lemina. Marcelo Saracchi. Falcao. Falcao. Sofian Feghouli. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ne? ja. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen. Muss er abhaken. Und James. Casemiro.
Modric. Nun Carvajal am Ball. Da ist Platz für Bale. Flanke Gareth Bale. Das ist noch gefährlich. Auf außen ist Platz. Sergio Ramos mit vollem Einsatz. Real fehlt so ein bisschen die Durchschlagskraft. So wird es schwer, hier ein Tor zu erzielen. Und Marcelo. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Da trennt er ihn fair vom Ball. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Donk. Schön abgeblockt. Seri. Macht er gut. Und das ist ein Ball für einen Torhüter. Gar kein Problem. Lemina. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Keine Tore zur Pause für beide Teams. Vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Und damit geht es jetzt weiter. Die zweiten 45 Minuten also hier an diesem dritten Spieltag in der UEFA Champions League. Bislang ein interessantes Spiel. Benzema. Modric. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Viel mit Auge. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Younes Belanda. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Gefährlich jetzt. So, Real Madrid will wechseln. Benzema. Da haben sie jetzt den Ball. Falcao. James Rodriguez. Nun Hazard. Jetzt wird's gefährlich. Hazard mit der Flanke. Kein guter Volley. Ja, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. Diese Zahlen sind erstmal ernüchternd. Kaum Chancen auf beiden Seiten. Das erklärt das 0:0. Und wenn man in die Gesichter der Zuschauer schaut, die sind alles an in den freien Raum. Fahne ist oben. Da ist er etwas zu früh losgelaufen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Groß verliert den Ball. Sofiane Feghouli. Da könnte was entstehen. Das ist eine verschenkte Chance. Ah, da fehlt einiges. Der Ball geht weit vorbei. Viel zu überhastet. Modric. Fängt diesen Ball ab. Schönes Zuspiel. Das Unentschieden ist ihnen nicht genug. Sie wollen das Ding gewinnen. Groß. Hazard. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Seri. Falcao. Was macht er draus?
Chance zur Führung. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Jetzt wird's gefährlich. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Casemiro. Jetzt Modric. Das Spiel ist ausgeglichen. Damit kann Real Madrid nicht zufrieden sein. Hazard. Karim Benzema. Ah, er kann klären. Nun Kroos. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Marcelo. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Kroos. Benzema. Fast die Führung. Seri. Henry und Jeku. Modric. Varan am Ball. Benzema. Bale. Bale. Das Abspiel geht in Richtung Benzema. Die Flanke hat er. So, Nachspielzeit angezeigt. Gibt noch mal 2 Minuten drauf. Eden Hazard. Chance zur Führung. Gut gehalten hier und damit weiter unentschieden. Ja, da passt er gut auf. Der das ist der Schlusspfiff. Es bleibt also beim Unentschieden in diesem Gruppenspiel. 0:0 heißt es also am Ende. Beide ohne Glück. Heute soll der Einzug in die K.O.-Runde unter Dach und Fach gebracht werden. Doch dafür muss auch die Konkurrenz mithelfen. Es wird spannend. Willkommen in Madrid. Willkommen im Estadio Bernabeu. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem Spiel. Ich bin Wolf Fuß und ich darf das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Uns erwartet hier heute ein Gruppenspiel aus der UEFA Champions League. Real Madrid gegen Galatasaray Istanbul. Den Gästen winkt die Qualifikation für die K.O.-Runde und ich denke, das ist eine Riesenmotivation. Das wollen sie heute unter Dach und Fach bringen und wir schauen, wie sie es angehen. Nun Kroos. Und jetzt die Real. Jetzt Eden Hazard. Toni Kroos. Marcelo am Ball. Langer Ball zu Karim Benzema. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Real geht hier in Führung. Ist schon ein Riesenwettbewerb, diese UEFA Champions League. Absolut, Wolf. Du siehst ja, wir sind gerade mal an Spieltag 4 angekommen, aber hier herrscht eine Stimmung. Die gibt es anderswo nicht im Finale. Das ist schon klasse. All diese Teams, diese Stars, diese Superstars, Jahr für Jahr, super. Ballverlust Modric. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Falcao.
Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Nun Carvajal am Ball. Bale. Benzema. Modric. Steilpass Modric. Und den hält er fest. Gut gemacht. Mariano. Sofiane Feghouli. Chance auf den Ausgleich. Falcao. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz. Den macht er ganz sicher. Ja, klar, den lässt er sich natürlich nehmen. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Modric mit dem Ballverlust. Seri. Younes Belanda. Falcao am Ball. Falcao. Könnte die Führung werden. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Ja, könnte was werden. Falcao! Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Chance zur Führung jetzt bei diesem Eckball. Ecke wird kurz ausgeführt. Gute Aktion, da ist die Flanke. Stark dazwischen gegangen. Nicht zum ersten Mal heute. Donk. Falcao. Ganz stark von Ramos. Bale. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Seri. Die Chance auf den Konter. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Casemiro. Modric. Luka Modric jetzt. Ballverlust Real Madrid. Macht er gut. Jetzt die Gelegenheit. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Kurze Ecke. Und er schießt. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Kurze Ecke. Und da ist der Ball erstmal wieder weg. Wenn das hier nach der Pause so weitergeht, dann wird das heute nichts mit dem Weiterkommen. Gut, es ist nicht... Durchgang 2, es geht weiter. Also Wolf, bislang ist das eine klasse Partie an diesem vierten Spieltag in der UEFA Champions League. Ich kann gerne weitergehen. Younes Belanda. Lemina. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen, aber dieser Ballbesitz fußt Feghouli. Schwacher Abschluss, so natürlich überhaupt kein Problem für Courtois. Bald steht diese Aufgabe in der Champions League an für Real Madrid. Dann geht es zu Hause gegen PSG. Und ich bin sicher, das ist eine Partie, die uns nicht enttäuschen wird. Klasse Pass. Falcao. Und die Balleroberung, wichtig. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Hazard. Jetzt vielleicht die Flanke. Am langen Pfosten ist Gareth Bale. Da wollen sie das Tor machen, aber nix war. Nee, Wolf, das war dann doch zu unpräzise. Vielleicht auch ein bisschen hektisch nach diesem eigentlich wirklich schönen Konter. Ja, ich kann den Frust verstehen, wenn du als eigentlich stärkeres Team dann doch nur dem
Remis entgegengehst. Das ist bitter, aber das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Sie haben kaum klare Chancen. Das ist alles halbherzig. Chance zur Führung. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Ecke kommt kurz. Sofian Feghouli. Der Ball wurde weggefaustet. Weg ist der Ball. Marcelo Saracchi. Henry Onyekuru. Younes Belanda. Ah, das sieht gut aus. Belanda! Ja, das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müssen sie konsequenter spielen. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Casemiro. Die Realfans geben alles, wollen hier doch noch den späten Siegtreffer bejubeln. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Langer Ball auf Hazard. Ball soll zu Benzema. Da passt er auf und kann klären. Henry Onyekuru. Seri. Guter Vorstoß, kann was werden. Gute Pässe jetzt. Falcao. Gute Chance zur Führung. Keine Gefahr mehr, gut gelöst. Wird Einwurf geben. Mariano. Seri. Marcelo Saracchi. Jean-Michel Seri. Benzema. Jetzt Eden Hazard. Regulär. Hazard spielt ihn. Bale. Da hat der Torwart keine großen Probleme. Gute Chance für Bale, aber vorbei. Kurz vor dem Ende steht es unentschieden. Sehen wir noch den Siegtreffer. Und Hazard, könnte was draus werden. Ball kommt nicht durch, Abwehr ist da. Toni Kroos! Oh mein Haar, hätten sie die Nase vorn gehabt, aber Chance vergeben. Und nun Carvajal. Gute Balleroberung, was machen sie draus? Vielleicht die Führung jetzt. Weiter Gefahr nach der Abwehr von Courtois. Das ist natürlich ärgerlich, wäre hier eine gute Chance gewesen. Nun Feghouli. Das mit dem Einzug in die nächste Runde ist heute nichts geworden. Ernüchternd, klar, aber es war Toni Kroos.